Hallo, hallo meine lieben Freunde. Der 17. Video, bei dem sind wir angekommen. Und wie ich gesagt habe, entweder dieser oder der nächste, da wird diese Serie beendet sein. Wir müssen jetzt über die Beleidigungen sprechen, weil ein beleidigtes Herz ein zerstörtes Herz ist, das uns abhält von dem, was der Herr für uns auf dieser Erde geplant hat. Und jetzt blättern wir hier noch um. Als ich etwas gesehen habe, als ich mich hier gut vorbereitet habe auf diese Serien, vor allem, weil der Herr zu mir gesagt hat, Reinhard, achte gut auf dein Herz, lass dich nie von irgendjemandem beleidigen, denn wenn du mit einem beleidigten Herzen lebst, kannst du den Plan nicht erfüllen, den ich für dich auf dieser Erde habe. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe einen Schrei in meinem Herzen losgelassen, einen tiefen, 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 tiefen Schrei. Erstens, Herr, hilf mir. Hat Jesus nicht gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun? Nichts, nichts, nichts. Der zweite Schrei war, o Heiliger Geist, wenn es irgendwo eine versteckte Beleidigung gibt in meinem Herzen, tief drinnen im Winkel meines Herzens, verkrochen und verborgen, dann will ich das sehen. Ich will sehen, ob ich mit über irgendjemand beleidigt bin, mich geärgert habe, mich Anstoß genommen habe. Das will ich sehen, das muss ich sehen, denn das will ich lösen. Und weißt du nicht, ich denke, dass Beleidigung viel subtiler ist als Unvergebung. Wenn Leute gegen uns sündigen, dann wissen wir, was da getan wurde, dann vergeben wir, dann lassen wir das los. Aber oft schleicht sich die Beleidigung in unser Herz ein, ohne dass wir es merken. Wir sind nicht bitter, wir sind nicht so die typischen Menschen, wo wir sofort die Symptome haben, nicht vergeben zu haben, sondern das schleicht sich einfach diese Beleidigung in unser Herz ein. Und ich habe so zum Herrn immer wieder geschrien, Herr, o Geist Gottes, ich. Und das wurde mir auch so bewusst, weißt du? Mir ist bewusst, ich muss auf mein Herz achten, hat mir der Herr auch gesagt. Aber mir wurde so bewusst, wie subtil versteckt in dem Winkel eines Herzens da Beleidigung sein kann, von der ich gar nicht weiß, dass ich beleidigt bin. Auf eine Person oder was eine Person getan hat. Und das will ich sehen. Immer wieder habe ich in meinem Leben Folgendes erkannt. Du wirst nicht erkennen, was du nicht von ganzem Herzen erkennen willst. Daniel hat eine Aussage geliebt, die ich immer wieder gesagt habe, vor vielen Jahren. Das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Aber da war eine Zeit lang, das war so die Standardaussage von mir. Auch Gott kann dich nicht befreien von den Dingen, die du liebst. In dem Augenblick, wo Gott dich befreien würde von den Dingen, die du liebst, dann würde er deinen freien Willen übergehen müssen und das tut er nicht. Und so viele Leute, immer wieder habe ich gehört, ja, die erkennen ja nicht, was sie falsch machen. Einer, du hast es leicht, du hast es erkannt, der Herr hat es dir geoffenbart. Hör zu, der Herr, du kannst, wie soll ich mich da ausdrücken? Wie viel du erkennst, was sich ändern muss in deinem Leben, hat in erster Linie damit zu tun, wie sehr du es erkennen möchtest. Jedes Mal, wenn dir jemand sagt oder der Herr jemand verwendet oder Umstände zu dir sagen, dass sich da etwas ändern müssen in meinem Leben, jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal, in dem Augenblick, wo du eintrittst in diesen Zustand, der dich selbst zu verteidigen müssen, mich selbst zu rechtfertigen müssen, zeigst du durch diese Handlung, dass du in Wirklichkeit gar nicht die Veränderung möchtest. Wenn du die Veränderung möchtest, dann wirst du zu Kritik von anderen sagen, Dankeschön. Wenn du die Veränderung möchtest, dann wirst du, wenn andere dich anklagen, dann wirst du sagen, okay, ich schaue mir das mal an. Ist dann der Anklage was Wahres, dann lerne ich davon. Ist es was Falsches, dann mache ich mir keine Gedanken darüber. Aber wir müssen mal erkennen, dass wir werden keine Beleidigung im Herzen wirklich erkennen können, wenn wir sie nicht vom ganzen Herzen sehen wollen und ihr ins Auge schauen wollen. Und wie viele Christen, ich sehe sie oft an und ich denke mir, wenn die nur erkennen können, alle um sie herum erkennen es. Jeder Mensch um den Beleidigten herum weiß, dass er beleidigt ist, nur er erkennt es nicht. Und dann war so mein Herzensschrei, oh Herr, öffne denen doch die Augen, dass sie sehen. Und der Herr sagte in dieser bestimmten Situation zu mir, Reinhard, ich kann ihre Augen nicht öffnen, denn sie wollen es nicht sehen. Wenn sie sehen wollten, könnte es sehen. Jeder andere sieht es ja auch. Und darum ist so wichtig geworden für mich, dass ich ehrlich und aufrichtig einen Herzensschrei aus mir rauslasse. Herr,
Gibt es versteckte Beleidigungen? Ich will sie wirklich sehen. Egal, was es mich kostet, egal, wie weh es mir tut, egal, wie sehr ich die Sache in die Augen schauen muss, egal, ob ich mein Gesicht dabei verliere, egal, ob ich mich vor der ganzen Welt demütigen will, ich will es sehen. Schau ich diesen Punkt an. Etwas schockierend, aber gut, dass wir uns ihn anschauen. Lektion von Johannes. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Lektion von Johannes der Täufer. Was ist die Lektion von Johannes der Täufer? Er hat sich beleidigen lassen und es war das Ende seines Dienstes. Matthäus Kapitel 11, Vers 4 bis Vers 6. Matthäus 11, Vers 4, Vers 4 bis 6. Schau, was hier geschrieben steht. Die Geschichte war so, und Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Die Herodias, er hat den Herodes konfrontiert und gesagt, es ist falsch, dass du die Frau deines Bruders nimmst. Der ließ ihn ins Gefängnis werfen und jetzt war er drin im Gefängnis und er war beleidigt. Schau, was er macht. Derjenige, der am Anfang gesagt hat, das ist das Lamm der Welt, das die Sünde hinwegträgt, stellt jetzt folgende Frage. Er schickt seine Jünger zu Jesus und sagt, hey, bist du derjenige oder sollen wir auf einen anderen warten? Wie kann ein Prophet wie Johannes der Täufer, der gesagt hat, er ist derjenige, er muss zunehmen, ich muss abnehmen, schaut auf ihn, das Land der Welt, es geht um ihn. Dieser Mann, der alle diese Dinge gesagt hat, der gesagt hat, es geht nicht um mich, es geht nur um ihn, dieser Mann sitzt im Gefängnis, ist beleidigt und stellt die Frage, ob Jesus tatsächlich der Richtige ist und der Messias ist. Was war die Antwort Jesus auf Johannes des Täufers? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Jüngern des Johannes des Täufers. Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Toten werde auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und dann kommt das griechische Wort von beleidigt sein oder von Ärgernis nehmen oder von Anstoß nehmen. Und Jesus sagt folgendes. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Jesus konfrontierte Johannes dem Täufer. Jesus sagte dem Johannes dem Täufer nicht, okay, ich verstehe dich eh gut. Du bist im Gefängnis, du bist ungerecht behandelt, du bist eingesperrt. Ach, wie tut mir das leid. Ich bin hier in der Freiheit und dir Armer, dir geht so gut. Sondern Jesus hat ihn klipp und klar in die Zwänge genommen und hat klipp und klar ihm gesagt, hör zu, das Problem ist, du hast Anstoß an mir genommen. Du bist beleidigt jetzt. Und das darfst du nicht sein. Stell dir vor, und kurz danach war der Dienst des Johannes des Täufers zu Ende und sein Kopf rollte. Und ich frage mich selbst, wie viele Menschen konnten nie ihren Lauf vollenden, weil sie es ihrem Herzen erlaubten, beleidigt zu sein. Eine sehr gefährliche Sache. Beleidigt sein stoppt die Kraft Gottes. Es stoppt die Kraft Gottes. Stell dir vor, die ganze Kraft Gottes ist zur Verfügung. Stell dir vor, alles, was du brauchst, ist bereits hier für dich. Alles, was du vonnöten hast, wurde dir bereits gegeben von Gott, aber du kannst es weder ergreifen noch im Herzen erlangen, weil du beleidigt bist. Ist das nicht eine ernste Sache? Schau mal, was die Bibel sagt in Matthäus 13, Vers 55 bis 58. Matthäus 13, Vers 55 bis 58. Ich liebe diesen Abschnitt, über den habe ich auch sehr oft und immer wieder gelehrt, auch bei unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Ist dieser nicht der Sohn, und die Bibel spricht davon, er kam nach Nazareth, dort wo er herkam, wo er aufgewachsen
aufgewachsen ist, wo sein Zuhause war. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat diese denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nichts um seines Unglaubens willen. Schau um ihres Unglaubens willen. Schau, was die Bibel hier sagt. Und sie nahmen Anstoß an ihn. Eine Frage. Hat Jesus irgendetwas getan, um sie zu beleidigen? Nein. Beleidigungen müssen kommen. Habt Acht auf euch selbst. Jesus konnte keinen Wunder tun. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Aber hier sagt die Bibel, dass sie Anstoß an ihn genommen haben. Dass sie beleidigt waren, dass sie Ärgernis genommen haben. Dasselbe griechische Wort. Das heißt, sie waren so beleidigt, so angestoßen von Jesus, dass ihr Herz nicht mehr glauben konnte und die Kraft Gottes nicht freigesetzt werden konnte. Mein lieber Freund, wenn du in deinem Herzen Beleidigung erlaubst, Anstoß nimmst an dem, was irgendjemand irgendwo irgendwann getan hat, kann es sein, dass du in deinem Leben die Kraft Gottes stoppst. Ich kann mich erinnern, als diese Toronto-Bewegung über die ganze Welt rollte. Wie viele Leute haben Anstoß genommen, sich beleidigen lassen? Das ist nicht von Gott, das ist nicht von Gott, das ist nicht von Gott, das ist nicht von Gott. Reinhard, was sagst du dazu? Hör zu, mein lieber Freund. Lieber habe ich Chaos in meinen Gottesdiensten, als ich nehme Anstoß. Lieber habe ich ein Tohuwabohu und drunter und drüber, als ich lasse mich beleidigen. Viele Menschen haben damals zu dieser Zeit die Kraft Gottes verpasst, weil sie Anstoß genommen haben. War alles von Gott oder war alles nicht von Gott? War da Fleisch dabei oder war da nicht Fleisch dabei? Alle diese Dinge, die stehen mir gar nicht zu beurteilen. Aber eins war mir in dieser Zeit total wichtig, dass ob ich die Dinge einordnen kann oder nicht, ob ich mit Dingen übereinstimme oder nicht, eins war mir damals so wichtig, dass ich keinen Anstoß nehme und ich mein Herz nichts, was ich sehe und erlebe, beleidigen lasse. Mein lieber Freund, lass dich nicht beleidigen. Jetzt mache ich ein Versprechen, wir schließen beim nächsten Video ab, okay? Das war der vorletzte, der letzte, der 18. Das ist der letzte. Damit beenden wir die Serie. Dankeschön und tschüss. Anderen Licht. Weißt du, wenn ich mich beleidigen lasse von einer Person, jede neutrale Handlung dieser Person wird dann für mich eine negative Handlung. Das ist ja das Beleidigtsein, das gibt ja einen riesen Filter über mein Herz. Und so sind auch viele Ehen kaputt gegangen. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen an uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brazilian Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.